Glauben Sie wirklich, die gehören in ein pädagogisches Institut? Ja, heute wissen wir, dass auch behinderte Kinder lernfähig sind. Ein Idiot ist ein Idiot und bleibt es auch. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es das französische Biopic Maria Montessori. Und der Name dieser Pädagogin ist natürlich auch heute noch allgegenwärtig. Auf der ganzen Welt gibt es Schulen, die nach ihren Grundsätzen arbeiten. Und wir können in diesem Film endlich verstehen, wie ihr Denken und ihr Handeln entstanden ist. Die Geschichte allerdings, die ist erfunden. Maria Montessori, noch ganz in ihren Anfängen, lernt eine Pariser Edelkurtisanin kennen. Diese Frau hat ein Mädchen mit einer Entwicklungsstörung, schämt sich dafür sehr, möchte das Kind am liebsten verstecken, aber Maria Montessori hilft dem Kind voranzukommen mit ihren Methoden, die sie dabei entwickelt. Also nicht dem Kind etwas aufzuladen, sondern das Kind von innen zu verstehen, die Interessen aufzuspüren, die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln. Und das können wir in diesem Film sehr schön sehen. Ein Film von Lea Todorov in der Hauptrolle, sehr lebendig, sehr lebensfroh, sehr zugewandt. Jasmin Trinka spielt Maria Montessori und wir verstehen nicht nur ihr pädagogisches Handeln, sondern eine weitere revolutionäre Tat. Denn diese Frau hat sich damals ungewöhnlicherweise durchgesetzt in einer männerdominierten Welt der Pädagogik und der Medizin. Ein sehr lebendiges, ein sehr farbenfrohes, emotionales Biopic über Maria Montessori, unser Radio 1 Film der Woche.